Ich gucke The Devil Method. Weißt du, wie ich hier zum Berliner Zoo komme? Ich will wieder nach Hause und um 3 Uhr gibt's Mittag. Meine Mutter hat schon eine Kuh gerissen. Zum Berliner Zoo? Ja. Laufen. Und wo muss ich langlaufen? Mal der Nase nach da lang. Sag mal, wisst ihr, wie ich hier zum Berliner Zoo komme? Um 3 Uhr gibt's Mittag. Meine Mutter hat schon eine Kuh gerissen. Eine Frage noch. Sag mal, kommt es eigentlich bei einem Tiger auch auf die Schwanzlänge an? Nein? Weißt du, wie ich zum Berliner Zoo komme? Um 3 Uhr gibt's Mittag und meine Mutter hat eine Kuh gerissen. Weißt du nicht? Ich habe mich verlaufen. In die Richtung? Warum lügen mich alle an? Ist in der Richtung. Oh fuck, der Zoowärter! Bees clucking, the b-boys are body popping. The bass drop show, it sounds like a tremor. Everybody's in the club getting the vibe together. Hands in the sky, yo, we move to the floor. Leave you stressing, unhappiness at the door. Keep it funky with a 4-4 beat from your radios, TV screens and in the streets. So don't stop now, DJ's got the media unlocked now. Temperature's hot now, he's in the mode. There's no time to flop now. I'ma give my all, give you everything I got now. I'm like the colors in a rainbow. The way my white light just shines through a prism. Decipher sounds, I'm spitting on the bassline. And the waistlines intertwine with the rhythm. Wo muss ich denn langlaufen, wisst ihr das? Die U-Bahn. Ja. Dürfen da Tiger mit fahren, oder? Keine Ahnung. Also bei uns in der Schweiz dürfen da das. Ach so, da dürft es. Ich fahre keine U-Bahn. Wie findet ihr eigentlich meinen Schwanz? Nicht so sexy. Nicht so sexy, aber der ist gestreift. Ich meine, hat dein Mann einen gestreiften Schwanz? Ich glaube nicht. Schon was Besonderes, oder? Ja. Ich habe noch eine Frage an euch, und zwar... Ist es bei einem Tiger wichtig, wie lang der Schwanz ist? Ist das wichtig? Da weiß ich nicht, das frage ich dich ja. Nö, nee, warum denn? Nee, okay. Gut, aber ist schon cool, dass er gestreift ist, oder? Ist hat super. Hat es also, Vorteile bei Frauen? Hat man da gleich irgendwie so... Hat halt nicht jeder, ne? Das stimmt. Ist halt was Besonderes. Stimmt, hast du schon mal jemanden gehabt, der einen gestreiften Schwanz Nein, hat? Nein, weiß ich nicht. Nee, da siehst du. Ja, dann wird es ja was mit uns beiden, ne? Ich, ja, merke schon, da kommt gleich dieses Blitzen in deinen Augen, diese Erregung. Durch, ja, die Sonnenbrille durch. Durch die Sonnenbrille durch, ja. Hast du so einen Kommunikationsapparat? Als Tiger 2.0 hat man so ein Ding. Das ist total geil. Da kannst du Nummern eintippen und dann kannst du mit allen Tigern auf der ganzen Welt reden, über weite Distanzen. Auch mit anderen Tieren? Nein, das Problem ist halt, alle anderen Tiere mögen den Tiger nicht. Ja, ich weiß nicht, Tiger. Wieso. Liegt ich es daran? Nicht, ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert. Liegt es daran, dass ich dich so aufreißen wollte, so, oder woran liegt es? Na, Tiger, ich verstehe Tiger ja auch gar nicht, das ist meine Sprache, weißt du? Nicht. Was bist du? Eine Beutelratze? Oder? Fass doch mal meinen Schwanz an. Komm, tu es. Das erregt mich. Komm schon. Los, komm, tu es. Ah, doch, komm, tu es. Da siehst du, machst du gar nicht davon. Ich brauch das. Komm, tu es. Warte. Das wird dann das langweiligste Foto auf Nein, der Welt. Bitte. Du kannst ihn auch in den Mund nehmen. Okay, das sich anbietet. Komm, tu es. Tu es, was? Tu es. Ah. Oh, babe. Ja, das war jetzt. Ja, ich bin gerade gekommen. Entschuldigung, wo kann ich denn hier für kleine Königstiger? Du siehst ein bisschen wie eine Antilope aus. Zumindest siehst du lecker aus. Ich glaube, du schmeckst gut. Habt ihr auch irgendwas Leckeres für Tiger? So Antilopenfleisch oder so? Nein. Tiger essen keine Brezel. Heute schon. Ehrlich? Glaube ich nicht. Aber vielleicht, weil du so nett lächelst. Ich habe mir schon vorgestellt, wie wir beide im Dschungel es wild treiben. Wie gefällt dir mein Schwanz? Willst du mal anfassen? Er ist aber lang und haarig. Laufen. Kannst du ein Bild von dir machen? Ja, natürlich. Wenn jemand so nett fragt, aber dann musst du auch mit drauf. Okay. Dass ihr mich immer alle anbaggern müsst. Schämst du dich nicht dafür? Nein. Okay. Das Gute ist, du siehst wenigstens interessant aus. Wieso? Nee, ich weiß nicht.
Du hast irgendwie sowas Freundliches an dir. Ja, bin ich ja auch. Ja, stimmt, du bist ja Aktionier. Das heißt, du schützt mich. Unter anderem. Finde ich gut. Was machst du für eine Aktion? Ich bin Aktion lustiger Typ. Echt, ja? Ja, nicht. Ich laufe so rum und finde es ganz interessant, wie so die Reaktionen sind. Dieser Typ von Devil etwas Ding Booms, oder? Ja, mit Yum, yum, yum. Lecker, oh mein Gott. Ich habe Angst vor Katzen. Ich muss auch aufessen jetzt. Wenn ich noch mehr esse, dann werde ich noch dicker. Weißt du, das ist nicht gut. Auch als Tiger muss man auf seine Figur achten. Ja, guck mal, ich schlag dich jetzt mit meinem Schwanz. Oh ja, richtig geil. Hast du so auch schon öfter erlebt, ne? Oh, der läuft hier rum und macht alle an. Ja, richtige Geschichte. Zeig mal deinen Schwanz. Mach mal nach vorne. Schwänzchen nach vorne. Nein. Mach mal nach vorne deinen Schwanz. Ja. So stand er dann bei uns. Und dachte, wir geilen uns gerade auf, wenn er uns das Ja, guck mal, du geilst dich ja schon wieder drauf auf. Ich will, dass du das zeigst den Mädels. Ja. Das geilt Willst du mal anfassen? An. Oh, guck mal, sie. Guck mal, sie geilt es total an. Soll ich ihn mal reinstecken, so probeweise? Nee. Aber ich habe noch eine Freundin, die kommt gleich wieder. Die will so ich hab das Alles klar. Du kommst doch hier aus Berlin, oder? Ja, ich bin Berliner. Aber ihr habt euch noch gar nicht vorgestellt. Wie heißt ihr? Melanie. Hallo, Melanie. Hi. Du? Sabrina. Und du? Daniel. Hier ist meine Freundin, von der ich gerade erzählt habe. Ah, okay. Die gerne möchte gerne mal deinen Schwanz anfassen. Und du stehst auf haarige Schwänze, habe ich gehört. Ja. Okay. Kannst du noch in den Mund nehmen, kein Problem. Sowas trifft man hier in Berlin. Das ist man einmal in Berlin. Ehrlich, ich kann ihn, guck mal, ich kann ihn so in der Mitte knicken, dann ist er dicker. Tut mir das nicht weh. Nee. Also ich bin es gewohnt, ich stehe auf SM. Als Tiger ist klar, ne? So mit Krallen und so. Aber der hat die Fingernägel da auch noch irgendwie so lackieren müssen. Ja, das kannst du machen. Hast du irgendwas dabei? Ich hab sogar Nagellack dabei, du. Aber leider nicht in der Farbe. Ich bin Mann genug, um sowas tragen zu können. Wollen wir gestreift machen mit Lila? Ja! Guck mal, die lackieren mir jetzt hier die Fingernägel. Ich hab auch noch schon. Wie kann das denn passieren? Viel Spaß damit. Dankeschön. Ich hab deine übrigens gerade, nimm ihn ein. Wenn man Mann genug ist, kann man sowas halt machen. Nehmen wir die andere Hand. Nee, bitte nur auf eine Hand. Nee, eine geht nicht. Wenn denn schon. Bist du immer so dominant? Nee, niemals. Ich mach übrigens gerade deinen Finger an. Doch, ich wette, dein Freund hat nichts zu lachen. Was bereust du nachher? Mein Freund? Der muss bestimmt immer draußen schlafen. Ich glaube auch. Ich krieg immer ein paar Katzenleckerlis, dann geht das. Wo ist denn dein Daumen? Na, wo wird der wohl sein? Ja, vielleicht hast du nur vier Finger. Beim Kampf gefallen. Meinst du, ja? Sag mal, beide Hände. Oh, voll schön, wirklich. Voll geil, oder? Warte mal, sollen wir hier noch ein Muster reinmachen? Dann soll ich dir das aufmachen? Ja. Ich krieg jetzt auch noch. Ja. Hier. Okay, wie die... Mm. Like a boss. Kannst du mich mal an der Nase kratzen hier? Ja. Oh. Nee, das ist schlimm, ne? Genau in diesem Moment kratzt die Nase. Wer von euch ist die Mutigste? Um was geht's? Werdet ihr dann schon sehen. Also wenn es ums Aussehen geht, dann bin ich nicht mutig. Hast dich auch gerade ausgezogen. Ja, ich meine so nackt. Du Schlampe. Oh, jetzt ist die Stimmung gekippt. Jetzt ist vorbei. Nee, okay. Ich glaube, du bist mutig. Denk mal an eine Zahl zwischen 1 und 4. Stopp. Okay. Was machst du eigentlich normalerweise? Studierst du? Ja, ich studiere. Was studierst du? Betriebswirtschaft. Mhm. 3. Alter, bestimmt. Du hast ja so einen Kommunikationsapparat. Als Tiger habe ich sowas natürlich auch immer. Aha. Wie Tiger 2.0 nennt sich das. Okay. Und du kannst ja mal meine Nummer notieren. Das könnte ich tun, ja. Und dann, wenn ihr dazukommt, ruft ihr einfach an. Okay. 015. Mhm. Mhm.
Kannst mich ja mal anklingeln, dann habe ich deine Nummer. 015? Wie heißt du? Steven. Wie heißt du? Ich heiße Hallo. Ja, du kannst mich ja mal anklingeln, dann habe ich deine Nummer und kann dich besser verfolgen. Alles klar. Jo. Ja, das hat mich gefreut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles klar. Ciao. Ciao. High five. Bye. Du hast einen guten Anmachspruch oder eine gute Methode, um Frauen kennenzulernen. Hast dich aber nie getraut, diesen Anmachspruch wirklich mal auszuprobieren? Hey, dann schreib das Ganze einfach hier unter dem Video als Kommentar. Ich teste das Ganze für dich und mit etwas Glück ist dein Anmachspruch im nächsten Video im Test.